Ja, Maurice, das heutige Training, das Donnerstagtraining geht gerade zu Ende. Kannst du uns die Trainingseinheit so ein bisschen beschreiben und die Trainingswoche auch vielleicht rückblickend so ein bisschen für uns beschreiben? Ja, donnerstags ist meistens immer 2 Tage vorm Spiel. Da machen wir ein bisschen weniger, oder ein bisschen Körper runterzufahren und aufs Spiel vorzubereiten. Heute haben wir ein bisschen Kreis gespielt, ein bisschen Torabschlüsse gemacht und viel Spaß dabei gehabt. Ja. Und ja, im Allgemeinen die Trainingswoche. Wir haben uns gut vorbereitet auf Leverkusen, haben den Gegner beobachtet, haben ein paar Szenen mitbekommen, haben auch dementsprechend trainiert und wir sind gut vorbereitet. Standen heute auch einige Standards, defensiv sowohl Offensivarbeit an. Wie hast du diese Einheiten erlebt? Gut, bei den Standards war ich jetzt nicht direkt beteiligt, aber ich denke, wir haben eine gute Größe in unserer Mannschaft und dass wir da auch keine Probleme haben werden, defensiv und offensiv die eine oder andere Chance bekommen werden. Jetzt mit ein bisschen Abstand zu dem Remis gegen Hertha BSC, wie blickst du auf dieses Spiel und das vergangene Fußballwochenende so zurück? Ja, wir haben mit Sicherheit, denke ich, nicht gut genug gespielt, um zu Hause zu gewinnen. Machen dann trotzdem das 1-0, bekommen dann ein bisschen unglücklich durch so einen Sonntagsschuss das 1-1. Okay, wir können es nicht ändern, den Punkt nehmen wir trotzdem mit, müssen wir ja. Und nichtsdestotrotz, ja, die Vergangenheit, wir haben einfach zu wenig Punkte geholt und das müssen wir halt jetzt nachholen. Morgen geht es schon nach Leverkusen. Leverkusen ist natürlich ein knüppelharter Gegner, muss man sagen. Absolute Top-Mannschaft hier in Deutschland. Was stimmt dich trotzdem positiv, dass da was gehen kann? Ja, ganz einfach. Wir hatten eine super Hinrunde, wo wir mit vielen Gegnern auf Augenhöhe waren. Wenn ich an das Heimspiel gegen Leverkusen denke, da stand es zur Halbzeit 0-0, haben wir ein bisschen unglücklich nach der Halbzeit 1-0 bekommen, hatten auch unsere Chancen und verlieren dann trotzdem 3-1, weil halt Leverkusen einfach eine Spitzenmannschaft ist und kaltschnäuzig war vor dem Tor. Aber nichtsdestotrotz, wir haben Qualität und deswegen bin ich da positiv, dass wir was Zählbares mitnehmen aus Leverkusen am Samstag. Danke dir, Maurice. Viel Erfolg dafür.